Weißt du, Bastian, wir machen sowas auch unter uns, sowas machen Freunde beim Spielen mal. Ist auch aus Spaß gemeint gewesen, ich weiß doch. Ja, ich habe auch Freunde, mit denen ich am Teamspeak labere. Dann nehmen wir uns auch Hurensöhne und Wichser und so. Das ist, ah, ist normal, ist normal. Ist auch nur Freundschaft, ich meine, also, ist nur. Ja, nein, wir verstehen. Ich meine, ich spiele das Spiel seit 6 Jahren, habe mehr als hunderte von Leuten Hurensohn genannt. Also Hurensohn finde ich auch ist an sich ein total schönes Wort. Das geht so locker von der Zunge, so. Hurensohn. Was, dann möchtest du in die Mitte? Ich bleibe in der Mitte, ja. Ja, soll ich bei dir bleiben oder soll ich hochgehen? Bleib bei mir, du bist voll gut. Okay, danke schön. Du hast mich halt jetzt schon richtig gefickt. Ach, danke. Ja, ich hab halt, ich spiele das schon ein bisschen länger als du. Aber Sebastian, du musst wissen, der gute B2TB, der hat auch einfach oft sehr viel Glück, ne? Lass mal, also, Malus. Hallo. So gewisse Sachen, wenn du die raus hast, ein paar Handgriffe, ne, dann machst du das auch mit links. Ja. Upsi. Das kommt einfach mit der Zeit. Mein League of Legends ist auch ein schweres Spiel mit einer harten Lernkurve. Vor allem, wenn du die geile mit den neuen Schwänzen hast. Boah, Alter, also die zerpickt gut. Ich spiel sie gerade. Ja, ich auch. Das ist aber ein Zufall, dass wir die Weite spielen. Ja, die Fuchsus ist echt gut. Der hat echt gute Attacken. Ja, ach, das sieht auch geil aus. Och, nö. Hallo. Ach, fast so. Wieso bin ich alleine hier? Ja, ist wohl so. Ich komme auch auf die Idee. Ich hab den vorher mal gespielt. Und wenn ich dann ins Level gestiegen bin, konnte ich nicht mehr spielen, weil sie gesperrt. Ja, das liegt daran, jeden Dienstag sind neue Helden immer kostenlos spielbar für eine Woche. Ja, das ist, damit du die kennenlernen kannst und gucken kannst, wen dir kaufen will. Ja. Das ist eigentlich echt gut durchdacht, ne? Ja, ich wollte dir das eigentlich noch erklären. Du hast doch mal gefragt, warum du nicht mehr Six spielen kannst, ne? Ja, genau. Ja, das liegt daran, dass die wöchentlich immer anders... Was ist das? Ja, oh mein Gott! Das habe ich auch verstanden jetzt. Ja, Alter, wie gut du bist. Ja, wöchentlich ändert sich das. User left your channel. Man will ja Diversität in seinem Spiel auch noch haben. Weil ich denke, Leute, nein, die ich bin fast gestorben. So viel zu tun haben wie du, Sebi, ist klar, dass ja, man... Ich muss nicht mal mit. Ja, soll ich dich mit Lukas mitmoven oder seid ihr fertig da? User was moved out of your channel. Was soll ich dich... Also, move ich dich mit? Mich, boah, mir, woher willst du wissen, dass ich viel zu tun habe? Du meinst das doch sehr oft. User left your channel. Zum Beispiel, wenn wir dich auf Steam anschreiben oder so, meinst du, dass du gerade nicht kannst. Ja, dann ist es auch so. Also, ich habe ein... Ja. Ich habe ein Real Life. Ja. Was meinst du nicht haben? Ja, ich habe das auch nicht. User joined your channel. Nee, ich bin einfach just for fun. Ich will ja gar nicht der Oberpro werden, also. Für mich ist doch immer noch ein Hobby, wird doch bleiben, also. Hast du schon mal gedacht, Pro-Player zu werden, also damit auch Geld zu verdienen? Also so mit einem Team, Sponsoren. Ja, wäre schon geil, aber klappt halt nicht. Ich würde, bleib lieber beim Let's Play, ist simpler. Ja, ich meine, da hast du auch Spaß, hast auch eine eigene Community eigentlich. Ich werde jetzt nie Geld verdienen, aber ich mach's eigentlich für mich. Ich meine, jeder braucht ein Hobby, was er macht. Wenn ich was verdiene, damit gut, wenn nicht, auch nicht schlimm. Ja, ah, ich habe nur ein Hobby. Solange es dir Spaß macht, bleib dabei. Und es gibt ja auch so Hater, die schreiben dann mir, ja, hör auf mit YouTube. Du bist ein Hurensohn, du bist eine Hackfresse. Ja, ignoriere die einfach. Da stehe ich drüber, das interessiert mich, da stehe ich drüber. Ja, das ist auch richtig so. Ich blockiere die einfach und gut ist. Ja. Ja? Genau das Richtige. Mach das, was du willst. Also meinst du, Leute, die haben einen Kanal und kriegen selber nichts hin, haben ein einziges Video dabei und möchten dann fertig machen. Ja, die haben selber keine Eier, um so etwas zu machen. Ganz nicht. Haben zwar einen Kanal, aber haben, was weiß ich, einen Abonnent vielleicht und... Ja. Wie viel hast du? Du hast 20 oder so, oder? Das ist schon... Nee, das 20-fache immerhin, ne? Ich hab 69. Oh, aber das ist eine schöne Zahl, das ist eine schöne Zahl. Krass, ey. Magst du 69, Sibi? Ach komm, hör auf. Ach komm, das ist unter der Gürtellinie so eine Frage. Unter der Gürtellinie? Ja, deswegen frag ich euch. So eine Frage gehört ins Schlafzimmer, ja? Das ist hier überhaupt nicht angebracht. Pick mich halt einfach, Bato. Ah, wie bitte? Pick meinen Arsch. Doch nicht hier! Ich mach die Leiterstellung, ist mir am liebsten. Ja. Die.
Was? Welche? Reichterstellung. Oh, die ist gut, die ist gut. Oh, da ist jemand aber ein Schambo. Da machen die Titten so schön, kann man die geil zugucken. Das ist so. Weißt du, ich bin auch Fan von. Gefällt mir richtig. Kann man sich schön entspannen, die Frau kann machen. Ja. Genau so soll es auch sein, oder nicht? Weißt du, ich bin ja wie? Und so manchmal hast du einen fetten Schwanz. Oh, das war. Oh, du hast ihn noch gekriegt. Sehr schön. Sehr schön. Verdammt! Oh, nee. du brauchst wohl die blaue verstärken. Vielleicht willst du so besser. Ja, ich weiß nicht. Das können wir doch gar nicht mehr machen. Ich bin viel zu schwach für. Chrissi! Fixi! Ah, wie bitte? Das also. Sind wir im Kindergarten? Ach, manche Leute gehen hier noch durch die Pubertät. Tut mir leid. Fick deine Mutter, hau mal rein jetzt. Schreib mich doch nicht so an. Ah, das sagt man aber auch unter uns. Ja, das ist halt auch nicht so ernst gemeint. Falls ich das in meinen Videos nächstes Mal sage, Jungs, ihr seid keine Hurensöhne. Ich liebe eure Mütter, ich liebe jede Mutter, ich liebe jede Frau. Und vor allem am liebsten in Reiterstellung, finde ich super. Ah. Weißt du, du bist mir hier bei einer. Guck mal jetzt. User joined your channel. Da kommt der Speer of Justice, ja? So. User left your channel. Ja! Sebastian! So, jetzt finden wir den Turm. Ja, Moment. Ah. Pass auf mit dem Turm, Sebastian. Ja, mach ruhig, wir haben keine Vasallen mehr, aber was? Es ist zu Ende, wenn die Supervasallen kommen. Das ist. Sollte vorsichtig sein. Boah, wie viel Geld hast du denn gerade, Sebi? Ja, die Supervasallen sind. Fast 700. Ah, gut. Ja, ist okay. Oh, guck mal, boah, nein, cool, ich hab den ersten Turm bekommen. Weißt du, in dem Spiel, da kriegt man so eine Belohnung, weil wenn man den ersten Turm tötet, kriegt man ganz viel extra Gold. Oh mein Gott. Ah, ich hatte keine Heilung mehr da. Oder erstes Blut, gibt auch richtig viel. Ja, erstes Blut gibt auch extrem viel Gold. Ja, ich euch nix. Jetzt. Aber ehrlich, ich bin die gewohnt im Wald lieber. Ja, die Karte mag ich auch. Da gibt's einmal Heilung in der Mitte. Und die Altäre einnehmen. Die geschwundene was? Der Wald, gewundene der Wald. Alter, der gewundene Wald. Amjad Wald? Ja, ja, genau. Ich find die Karte auch super. Das ist meine Lieblingskarte. Da gibt's eine Heilung in der Mitte und dann musst du die Altäre einnehmen. Was gibt's da in der Mitte? Ich habe das nicht ganz verstanden. Heilung. Heilung. Ach, Heilung. Und die Altäre muss man einnehmen. Ja, das die geben auch richtig gute Boost-Verstärkung und so. Gesundheit. Also ich soll die Gesundheit von Sebastian und auch von dem Rest sagen, ja. Was? Hm. Ah, wir haben, einer hat noch einen Kollegen über, da... Über? Der ist über mir. Der liegt gerade über mir in der Reiterstellung. Die mag ich am meisten. Das war ein bisschen gay, ne? Oh, wollt ihr kommen und den, Verwüstungsdrachen machen? Wohl doch, komm. Komm, wir können das alle Nein, Sebastian hat wenig Leben. Ah, okay. Aber warte, ich komme und helfe euch. Oh ja, das war ein sehr schöner Flash-Trick. Letztes Mal hab ich in einem gespielt, der hat mich da auch geheilt. Da hab ich immer voll gut heilen können. Ich weiß nicht, wer das war. Ich hab dich für gerade jetzt gerecht, Sebastian. Er ist tot. Komm, wir reißen den Turm ein. Komm! Na. Guck, nice. Diese Fuchsfrau ist echt stark. War das mein Kill? War das mein Kill? Nee. Komm. Doch, nee. Das war dein Kill. Komm. Oh, nice. Denk dran, scheiß auf die Kills, die Vasallen sind wichtiger. Ja, genau. League of Legends nicht so Vasallen-basiert, sondern halt mehr so Türme musst du einnehmen. Komm, lass zurückgehen, du kannst dir wahrscheinlich dieser Sachen Typ hat kaufen. Mich gerade, dieser Typ von gerade hat mich gerettet, ne? Dieser SKT1 Isballer oder wie der heißt. Kennst du nicht, nimm gar nicht erst an. Oh, warte, ich versuch dir zu helfen. Wo ist Ahmed eigentlich? Ja, jetzt geh ich zurück. Ja, wo ist Ahmed? Ja, Ahmed ist weg. Ich glaub, der ist oben. Nee, ich glaub, der ist das weg. Ach nö, wer tötet Sebastian? Was ich komm. Boah, mich gewundert am letzten Match. Der B2B, der ist mir ein bisschen die Base nachgenannt. Hammer. Ja, ich war sehr... Ich dachte, der rennt an den Türm vorbei und rennt ein bisschen die Beine und killt mich. Kann ich einen Tipp geben? Ein Gegner wurde getötet. Ja. Ich glaube, die Zuschauer mögen es nicht, wenn man zu viel spielt.
Man was? Oh, fucking. Wenn man zu viel schimpft. Ja, das ist sehr. Also ich finde das am besten an seinen Videos. Man muss Sympathie reinbringen. Also sie mir einmal gesagt, er findet das gut, dass ich sehr emotional spiele und auch rede. Ah, das stimmt. Emotional, also ja. Emotional Amja. Oder nicht? Ach, 600 Peach? Hallo. Also. Oh. Auch letztens, da kam wieder so ein Türke und wollte von mir Geld schnorren. Boah, ich höre, ich hasse Türken, Alter. Türken sind voll die komischen Amjas. Hallo, ich bin auch einer, hallo. Ja, du scheiß auf dich, du scheiß Türke. Aber deine Landsmänner sind echt komisch. Oder die Kurden. Ah, ich noch. Überhaupt. Märchen sind da nicht. Läuft auch einer herum hier. Ey, Kurden und Türken mögen sich überhaupt nicht. Wieso? Ich auch nicht. Kurden sind tolle sind gute Türken. Weißt du, Sebastian, es gibt so einen guten Spruch. Wer nichts wurde, der wurde ein Kurde. Ja, wer nichts wurde, der wurde YouTube-Let's Player. Okay. Danke. Ach, was Sebastian, du nicht. Du, aus dir was geworden, ich bin stolz auf dich. Danke. Okay. Mutti ist stolz auf dich, ganz bestimmt. Das weiß ich. Also das war ein Bot, kann das sein? Steht dabei! Ah ja, das ist uns gar nicht aufgefallen, obwohl wir das schon so lang spielen. Ja, wir waren keine 10 Spieler, aber du bekommst ja trotzdem Erfahrungspunkte, oder? Ja, ich glaube, wir sind ja genug menschliche Spieler da. Ja. War nicht klar. Ich hab sie gefickt. Ja. Oh. Gut gemacht. Komm, wir reißen schnell den Turm ein. Ah! Wir haben sehr viele Vasallen. Also wenn ich ein Spiel starte, dann wird mir eine Meldung angezeigt, du wirst das Spiel keine EP bekommen, weil nicht genug menschliche Spieler da sind. Ja, ich glaube, es müssen mindestens. Ja, kommt gleich was an. Wir haben keine Vasallen mehr. Scheiße! Ich dachte, ich schaff's noch. Ja, es war ziemlich knapp, aber hätten wir mehr Vasallen noch gehabt. Ja, was ich sagen wollte ist, ich glaube, es müssen mindestens 4 menschliche Spieler im Raum sein, dann reicht das schon. Ich glaube, das steht sogar da. Keine Ahnung, aber es wird mir angezeigt, dass ich keine EP bekomme, wenn ich das Spiel starte. Also ja. Wenn da zu wenige da sind, ja. Wollen wir den Verwüstungsdrachen machen? Ach nö. Aber der ist doch echt gut. Wir sind fast in der Base in der Mittellane, also... Ja. Ich mach die Monster in der Mitte eigentlich nie. Noch nie gemacht. Monster? Ach so, die Wölfe und so? Ja, ich mach das nie. Ich nicht? Ja, brauchst du auch nicht. Ich glaub, dann soll sich ins Knie ficken. Oha. Ach. Ist auch mehr für den Jungler geeignet. Was? Lucy, seid ihr noch im Game? Kriegst 2 EP und so, aber. Warum? Ja, ich fühle mich wohl. Geht safe zu weit. Nein! Ich komme auch einfach zu mir. Nein! Ja, ich komme. Da. Hier kannst du ihn töten. Einmal noch. Ah, okay, ich hab ihn. Siehst du, ich hab dich gerettet. Alles gut. Alter. War aber ganz schön knapp. Warum hast du denn zweimal den Seelenstähler gekauft, Sebi? Keine Ahnung. Das ist nicht gut, verkauf am besten ein, weil. Ja, bitte, du wolltest was sagen, BTOTB? Ach, das stimmt. Die meisten, man soll sich das Zeug kaufen und dann aufwerten. Oh, ich wollte extra vorbeischießen. Hast du Ulti, Chrissy? Ja. Ulti, sieh mal. Also, Moment, die weg. Hallo, was macht der da? Nee, nicht ihn, ich meinte, da ist die Jack. Okay. Ah, lass ihn jetzt schon. Er ist viel zu schnell. Ja, jetzt das. Aber den kriegen wir nicht mehr. Oder? Oh nein! Oh, Scheiße! Oh. Hab ich gerecht. Den töte ich auch noch. Na, Schicker. Das war doof von mir. Warte mal. Du wirst einfach ulten müssen. Ey, lass mal Pentakill machen, komm! Oh. Ach, schade, du hast den Kill bekommen. Ah, alle tot. Ein Gegner, das guckt gleich. Ja. User joined your Sebastian? Ja? Ich küsse dein Auge.
User left your channel. Was? Ach, wir sagen das unter uns. Das ist eine Form an Insider. Eine Form von Zuneigung. Wenn ich mir Sachen kaufe, ja, dann hole ich beim nächsten Mal die Sachen, die drunter sind, in diesem Baum, oder? Also also man kauft kauf einfach erst die unteren Sachen, wenn dein Gold erst nur dafür reicht. Und später kannst du dann Sachen kannst du dann in die großen ausbauen, sozusagen. Also unten, nicht oben. Also wenn du schon genug Geld hast, um das obere zu holen, dann kannst du das machen. Ja, aber wenn du noch nicht genug Geld hast, dann hol dir erst die unteren. Dieses Buch, das war jetzt ganz oben zum Beispiel. Das zwei liegt. Dann gehört gekauft. Alter, ist doch scheiße, Mann! Oh, die alle 5 sind da. Dann macht man nichts. 1 gegen 5. Ja, das war's für den Turm, glaube ich. User left your channel. Ein Verbündeter wurde getötet. User joined your channel. So. Oh, da hast du wohl verfehlt, schade. Ja. Waren Sie so schnell? Ich glaube, das ist wegen diesem. Was die eigentlich. Och nein! Ich hab dich was, hallo. Wo bist du? Ach, da! Ja, hier. Bist du schon wieder AP? Komm her, Jöde! Och nö! Die Kugel ist hungrig. Oh mein Gott, mein Team! Mein Team! Das sind doch nur Bots. Achso. Ne, Bastian, töt ihn! Oh, okay, ich hab ihn tötet. Kein Bock. Lieber den Inhibitor nehmen für Super Vasallen. Sind viel stärker. Die Super Vasallen sind richtig stark. Die sind fast wie die Champions, die alle, da habe ich mit einer Plug gemacht. Ja, manchmal sind die sogar noch stärker. Ich hatte ein bisschen live und da habe ich drauf gehabt, dann war ich tot. Ja. Damals war ein anderes Match. Lädst du auch dieses Spiel hoch oder lädst du ja ältere Spiele hoch? Was? Auf deinem YouTube-Channel. Ob du da eher ältere Videos hochlädst. Ich nehme eigentlich alles auf, was ich zucke. Aha, und dann suchst du dir von da aus, oder wie? Also ich spiele momentan LOL, Rocket League und CSGO ab und zu. Ja, alles coole Spiele. Verdammt. Ja, da bin ich noch nicht stark genug. Ich suche immer Spiele, wo ich mit Leuten zusammenspielen kann. Ja. Das sind ja die Spiele, die du gerade genannt hast, eigentlich perfekt für. Ja, ich wollte zwar mit Slime Ranch anfangen, aber das ist so, ich weiß nicht. Ich finde jetzt so Rollenspiele. MMOs oder sowas. Kennst du solche? Ja. Ich würde das lieber spielen, also eigentlich ist LOL richtig scheiße, denn die Spieler da sind richtig gemein. Also macht das Spaß, muss ich sagen. Ja, das macht echt Spaß, aber das ist unmöglich hier, die Community. Nur geile Leute. Ach, Puls. Ach, nein. Ein Verbündeter wurde getötet. Ach, was macht die Lux da? So, Zuschauer, wir gewinnen das auf jeden Fall. Ja. Also wie es bis jetzt ausschaut, ja. Das ist dann so wie gerade aussieht in das Spiel irgend. Komm her. Wenn das passiert, dann geht dann raste ich aber richtig aus. Ach nee, passiert dann nicht. Dann fliegt meine Maus gegen die Wand. Also das ist. Euer Team hat einen Turm zerstört. Wäre ich das erste Mal. Also, das ist nur ein Spiel. Aber das ist ja schade um die Maus dann. Ja. Es gibt. Fünffach-Tötung. Oh, eine Fünffach-Tötung. Oh mein Gott.
Gegnerische Fünffachtötung! Das war jetzt sehr cool. Ich hab alle fünf getötet. Das heißt, ah, ich hab meinen Kartoffeleintopf im Ofen vergessen. Ich bin gleich wieder da. Okay, bis gleich. Eintopf im Ofen? Ja, den muss man doch warm machen. Da gibt's die Mikrowellen dafür. Achso, hä? Wenn, die Mikrowelle ist gerade kaputt bei ihm, glaube ich, meinte er. Ich bin tot. Warum bin ich tot? Bei mir ist es so, wenn ich zocke, ich steige mich da voll rein. So richtig, richtig voll reinsteigen. Wenn ich dann verrecke oder so, dann wäre ich schon müde, dann muss irgendwas an die Wand fliegen. Ach, aber dann nimm doch lieber nicht die Maus, sondern in eine Flasche oder so. Irgendwas, was nicht so wertvoll ist. Weil, wenn eine Maus kaputt geht, ist ja schade drum, ist diesen Dinger sehr teuer. Ja, ich hau nochmal auf den Tisch oder so, oder schrei ein bisschen rum. Ja, das geht noch. Was ich aber war, allgemein sollte man sich nicht aufregen, weißt du, das ist ein Spiel. Das ist schlecht für die Züge. Ja, aber ich bin halt so, ich weiß es. Das sollte man dann ändern. Das ist schon von klein auf. Etwa Choleriker oder so? Ich bin Nintendo-Kind, ich bin... Ah, damals schon. Bei mir war das immer bei Super Smash Bros. So. Ja, das ist geil. Ja, das ist geil und da kann man sich auch ganz schön aufregen, wenn da was schief läuft. Ja, ja, aber allgemein aufregen, das ist wirklich nicht gesund. Also. Ich hatte Super Schwester und Super Millie hatte ich auch am GameCube. Oh, die, das ist auch gut, ja. Ich habe Pikachu gespielt. Oh. Pikachu konnte ich voll gut. Mein Liebling war Kirby immer. Kirby eine geile Mucke. Meiner war Abdullah Öcalan. Meiner war Little Mac. Gab's ihn schon damals, oder? Nee, der kam erst mit, Alter! Mit Lübe, glaub ich. Der neuen Edition, ne? Ja, das ist da bei BTOTB ist das, glaube ich, in der Edition. Ach ja, genau, BTOTB. Vergessen. Das ist die BTOTB Special Edition. Da waren nur 500, Ja, man das Kopien von halt. Die einzigen auf der Welt. Du hast eins erwischt oder was? Aber Smash Bros, das war am geilsten mit Freunden. Das war am geilsten. Ja, das stimmt. Vier Spieler und zwei gegen zwei. Das war geil. Ja. Und alle gegeneinander. Das war richtig geil immer. Da gebe ich dir recht. Noch so oldschool, alles auf der Couch, ja? Früher war das ja richtig anders. Und sich getroffen bei irgendjemandem und haben dann zusammengezogen. Genau, und früher gab es ja auch sehr viele Spiele, die so ein... Die hatten ja dieses Splitscreen, so, da war ja dieser Bildschirm in zwei Hälften. Mario Kart zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, genau. Ach, da bin ich wohl gestorben. Drecksgegner, haben die mich wohl besiegt. Oh, wir gewinnen wohl! Jetzt nicht aufgeben, ja, also... Nein. Ich glaube, das war zum letzten Mal auch kein Aufgeben. Ich glaube, das war einfach ein Spielfehler. Bei mir stand da Aufgeben und dreimal grün. Ich hoffe, nichts gedrückt, aber ich glaube wirklich, dass das ein Spielfehler ist. Glaube ich auch, weil ja gewonnen eigentlich schon. Vor allem habe ich sowas, ich sehe sowas zum ersten Mal, dass das genau dann halt so war. Ja, komische Welt. Der Spielfehler halt. Ah, auf den Nexus. Jawohl. Oh, wir haben gewonnen. Gut gespielt. Da haben wir wohl gegen euch gewonnen. Wir haben gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, bitte wieder immer kommentieren, teilen und mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.